Dario Simeone, es war ein Match, der so außerordentlich lang gegangen ist. Von der Zeit her, es war ein hart umkämpfter Match. Was bleibt Ihnen in Erinnerung von diesem Spiel heute Abend? Ja, ich glaube vor allem, dass wir eine gute Chance gehabt haben. Aber wir haben kein Goal gemacht. Und zweite und dritte Drittel, wir haben auch zu viele Strafen genommen. Wieso, denken Sie, haben Sie die Chance heute Abend nicht können nutzen? Schwierig zu sagen. Ich glaube, manchmal geht drin, manchmal nicht. Ich glaube, wir müssen noch mehr aggressiv sein vor dem Tor und ja, weiter trainieren. Das letzte Mal, als Zug da verloren hat, haben Sie noch das Goal geschossen für Davos. Ist also schon ganz lang her. Ja. Jetzt ist die Serie zu Ende gegangen. Findet Sie jetzt das irgendwie schade, dass das jetzt nach 6 Siegen in Serie in Davos eben nicht gelangt hat für die 3 Punkte? Ja, ist klar. Wir wollen jeden Abend gewinnen und heute leider ist nicht so gegangen. Aber eben, wir müssen besser schaffen, mehr Goalschüsse und dann ist einfacher zum Gewinnen. Ihnen persönlich läuft es sehr gut in dieser Saison, auch was Torausbeute angeht. Auch in der Schusseffizienz sind Sie in der Liga eigentlich top. Ist das etwas, was Sie speziell trainieren, die Schusspräzision? Dass Sie eben mit wenig Schüssen viel Goal schiessen können? Oder ist das eher ein bisschen zufällig? Nein, nicht wirklich. Aber ich bleibe gerne nach dem Training noch auf Eis. Immer noch Schüsse. Und ich mache auch gerne Goalie-Training. Und so fühle ich mich besser auch während des Spiels. Und ich bin mir sicher, wenn ich vor dem Tor bin. Also Sie machen die richtigen Extraschichten, um eben die Präzision anzubringen? Ja, das schon. Wunderbar. Danke vielmals. Merci, gute Heimfahrt.